So, das könnte heute eine etwas kürzere Folge werden und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hogwarts Legacy. Wir machen heute weiter mit dem Fohlen des Todes. So, wir reisen jetzt erstmal zurück nach Hogwarts. Wir müssen ja in den Raum der Wünsche. So, bin ich überhaupt hier richtig? Frage. Wir sollen pflegen und das füttern, dass das Strahljung ist. Ja, wir sind absolut richtig, natürlich. Wo ist das Kleine? Warte mal. Da, ach, da ist es. Ich habe schon gesehen, habe schon gesehen, habe schon gesehen. So, wir müssen natürlich unsere Dings umstellen ein bisschen. Das heißt, das raus und das raus. Wie geil, wie cool. So. Cool. Ist es überhaupt männlich oder ist es weiblich? Ist gerade nicht, ne? Das glaube ich noch gar nicht. Sagt Testral ist noch nicht. Ne, ist männliches. Aha. So, dann kriegst du natürlich noch was zu futtern. Ich sollte dich vom neugeborenen Testral berichten. So, dann kannst du natürlich noch. Ja, wir bewegen dich auch noch schnell. Oh, natürlich auch. Auch die Mutter kriegt natürlich was. Und auch Papa Testral kriegt natürlich eine spezielle. Also noch nicht, ist es noch nicht bereit. Oh, das war kein. Entschuldigung! Das war mehr oder weniger keine Absicht. Bitteschön. Das war keine Absicht. Es tut mir leid. Wie cool! Wie cool ist das denn? Aber trotzdem, es tut mir leid, dass ich dir jetzt gerade, dass ich dir, Gersper, die, du liegst jetzt da nur so, ach, du liegst da rum jetzt, okay. Aber ich find's cool. Ja, nimm mal das. Ja, du frisst jetzt, oder? Ja. Alles schon cool. Hallo, Kleiner. Lauf mal nicht weg. Die Bürste kriegst du trotzdem. Also, du kriegst es jetzt gerade nicht. Aber du kriegst natürlich noch was zu essen. Ist wie bei dir, Katze, ne? Du magst das auch. Gebürstet werden und fressen. Am liebsten fressen. So. Ja. So. Also ich habe ja meinen Kater nebenbei sitzen, gerade nur so nebenbei für die, die mich nicht so kennen. Wenn ich mal den hier mache, ist das meistens immer, wenn meine Katze daneben sitzt. Nur großer. So. Hallo Jetzt wurde Tim. was Kleines geboren. Es wird dich freuen zu hören, dass ein Testraljunges geboren wurde.
Wie schön, dass es nun mehr Testrale auf der Welt gibt. Diese missverstandenen Kreaturen. Ich finde die irgendwie cool. Leid, dass du auch Testrale siehst, Deke. Diese majestätischen Tierwesen zu sehen. Manchmal wünscht sich Deke, er könnte das nicht. Doch Deke ist selbst schuld. Was meinst du damit? Vor Jahren sollte Deke seinem Meister helfen, einen Phönix, das seltenste aller Tierwesen, zu fangen. Der Meister hatte ihn auf einer Klippe entdeckt. Der Phönix war das schönste Wesen, das Deke je gesehen hatte. Deke flehte den Meister an, ihn in Ruhe zu lassen. Als Deke zögerte, die Klippe wie befohlen hochzuklettern, musste er sich selbst bestrafen. Während Deke sich bestrafte, wurde der Meister immer wütender und richtete voller Zorn seinen Stab gegen den Phönix. Der Phönix wollte seine Eier beschützen und schoss vor Angst und Wut vom Nest herab. Bevor Deke reagieren konnte, stürzte sein Meister von der Klippe. Deke blieb tagelang auf der Klippe und bestrafte sich selbst, bis Tops ihn fand. Ja. Irgendwo ist beides richtig. Entweder mal, Gut, Hauselfen lieben natürlich ihre Meister und die wollen natürlich, egal was sie denen antun, nicht, dass sowas denen zustößt. Aber wenn ich nach meiner Meinung nach gehen würde, würde ich das zu nehmen. Als hätte der Meister bekommen, was er verdient hat. Deke wollte nie, dass jemand verletzt wird. Weder der Phönix noch Tobbs. Nicht einmal der Meister. Deke fragt sich oft, was wohl aus diesem Phönix wurde. Deke hat Glück, in Hogwarts zu sein und bei der Rettung von Tierwesen zu helfen. Vielleicht kann Deke wieder gut machen, was geschehen ist. So. Ja, ich sage ja, das war eine ganz, ganz kurze Mission, ein kurzes Missionchen. Wir haben ein bisschen. So, was machen wir denn nebenbei noch? Was haben wir denn noch hier? Wir haben natürlich jetzt auch mit dem Thema mit dem Koboldo gehackt, ne? Das ist ja noch eine Hauptmission. So viel haben wir gar nicht mehr. Ich weiß nicht. Also wir haben ja eigentlich nur noch 3 Missionen. Zugegebenermaßen. Statt jetzt. Weil es müssen ja mehr oder weniger noch 4 Missionen sein. Zumindest auf. Zumindest ist das statt jetzt, weil da unten stehen nämlich noch 3 Sachen. Also muss es noch ein bisschen dabei sein. Es bleibt jetzt uns tatsächlich nichts anderes übrig, die Folge zu beenden. Und die Hauptmission dann in der nächsten Folge anzugehen. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play Hogwarts Legacy. Tut mir leid, dass es jetzt ein bisschen was kürzer mal wird. Aber ist halt so, ne?